Also als ich hierher gekommen bin, hatte ich keine Ahnung, was ich hier eigentlich machen soll. Und dachte halt, ja, man ist halt irgendwie mit den Schafen und hütet die halt ein bisschen. Und genau, letztlich ist es auch das, dass ich Schafe hüte. Aber was einfach sehr speziell ist, sozusagen, dass es einfach unglaublich viele Schafe sind. 1300. Und das Gebiet ist halt einfach riesig. Und die Schafe verteilen sich halt einfach über dieses ganze Gebiet. Und am Anfang war es auf jeden Fall lustig, weil ich immer so auf den Berg geschaut habe. Und dann sieht man halt irgendwo so weiße Punkte und dann denkt man sich, ah, das könnten Schafe sein. Und dann nimmt man sein Fernglas, guckt da hin, ah, nee, das sind Steine, ah, Mist. Ah, das könnten noch welche sein, guckt man rein und denkt, ah, nee, das sind auch Steine, shit. Und dann sieht man, ach, da hinten, das könnten vielleicht welche sein, ah, ja, das sind 1, 2, 10, 15 Schafe. Dann fragt man sich an, wo sind die anderen 1280? So war das auf jeden Fall am Anfang. Und es ist auch immer noch so, dass die Schafe sich einfach unglaublich verteilen in diesem Riesengebiet. Und letztlich ist mein Job am Ende des Sommers so viele Schafe wie möglich wieder zurückzubringen.